Isabelle Laus, mein Name. Spreche mit Herrn Hans-Herbert Maulwurf? Nee, einen Moment bitte. Danke. Hallo? Hallo, Herr Maulwurf, grüße Sie. Ja? Nico hier von Onlinehandel. Sie hat ja im Dezember telefoniert. Es geht um Onlinehandel, Anlagemöglichkeiten an der Börse. Passt es gerade? Ja, das passt. Ich habe Zeit. Super. Sind Sie gerade zu Hause oder unterwegs? Bitte? Sind Sie gerade zu Hause oder unterwegs? Ich sitze in meinem Ohrensessel. Oh, super. Haben Sie es schön gemütlich. Ja, es ist zu kalt draußen, ne? Das ist ja nicht angenehm so. Nee, das ist nicht schön. Soll wieder wärmer werden lieber, ne? Wann denn? Es soll ja lieber wieder wärmer werden, allgemein. Ach so, ich dachte, das war jetzt, dass da eine Meldung irgendwie kam. Ach so, nee, ich glaube nicht. Wir haben gerade Schade. Vor, da kommt ja noch März dazwischen und dann noch April im Regen. Ach, soll es da regnen, ja? Ja. Ist nicht gut. Wir hatten ja telefoniert gehabt im Dezember. Es geht ja um Anlagemöglichkeiten. Passt es gerade? Ja, das haben Sie doch gerade schon mal gefragt. Ich bin zu Hause. Super. Haben Sie einen Computer zu Hause? Ja, doch. Ja, da bin ich ja immer unterwegs, ne? Genau. So, ich wollte ja mit Ihnen die Plattform durchgehen, unsere Webseite, dass Sie sich erstmal anschauen, wie die aussieht, wie wir handeln. Wir handeln ja mit Aktien, Rohstoff, Devisen, hatte ich Ihnen ja gesagt. Sie hatten ja gesagt, ich soll mich im Neujahr melden. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich da gar nicht entsinnen, wenn ich ehrlich bin. Das war im Dezember, dann haben Sie gesagt, dass Sie ein bisschen Stress haben im Dezember, Einkäufe und Geschenke. Deswegen haben Sie ja gesagt, ich soll mich lieber im Neujahr melden. Weihnachten ist immer schlimm, ne? Ja, Weihnachten ist immer stressig. Und Sie waren jetzt von welcher Firma nochmal? VIPs Market. Wie war das? VIPs Market. Sind Sie gerade am Computer, zufälligerweise? Nee, ich bin in meinem Ohrensessel. Ja, können Sie kurz zum Computer gehen? Geht das? Oh, das kommt drauf an, was Sie für mich jetzt haben. Ja, Sie hatten ja Interesse mit Aktien, hatten Sie mir gesagt. Das war, ja, also zum Geld verdienen, ne? Genau, damit sich Ihr Geld monatlich vermehrt. Sie arbeiten ja dann bei uns mit einem Experten zusammen, ein Anlageberater, der wird Sie dann einmal in der Woche anrufen, Sie beraten und auch den Handel tätigen. Sie können das aber auch jederzeit von zu Hause aus immer mitverfolgen am Computer. Wann hat er gehandelt, auf welchem Markt, wie sieht Ihr Kapital aus, wie hoch sind die Renditen, können Sie auch alles immer mit beobachten. Ja, wie viel ist das denn bei Ihnen? Also in der Woche, der 3 bis 4 Mal handelt, im Monat haben wir dann 12 Trades erfolgreich abgeschlossen, also 12 Handlungen. Und dann haben wir jeden Monat 17-21% Rendite. Jeden Monat? Jeden Monat, natürlich. Da lohnt sich das Arbeiten ja gar nicht mehr. Ja, deswegen machen wir das ja. Überwiegend machen das ja die Rentner, weil die Rente reicht ja heutzutage von vorne bis hinten nicht. Nee, das ist aber noch nie anders gewesen, ne? Nicht, dass sie da... Ja, das ist jetzt keine Erfindung von der Angela Merkel, das haben die noch nie hingekriegt, ne? Nein, das stimmt. Das ist leider so. Sein Geld war bei der Bank, hat auch nur geschlafen. Ich habe dann mal reingeschaut bei ihm. Auf einmal hat sich das Geld verringert. Also bei der Bank schläft das Geld und das verringert sich. Das verringert sich bei Ihnen? Ja. Nein, allgemein bei der Bank. Verstehe ich jetzt nicht. Wenn das Geld bei der Bank liegt. Ach so. Ja, na, natürlich. Dann, wir haben ja Inflation, ne? Dann wird das ja weniger. Genau, das wird ja immer weniger. Und ich habe mal bei meinem Papa reingeschaut. Auf einmal habe ich gesehen, das Geld hat sich verringert. Das wird immer weniger. Und dann habe ich ihn bei uns aufgenommen. Jetzt handeln wir auch zusammen. Und sein Geld vermehrt sich jetzt jeden Monat. Das Geld arbeitet. Das ist ordentlich. Sie haben ja für ihr gearbeitet. Und das Geld kann ja auch mal für Sie arbeiten. Warum nicht? Ist ja nicht verkehrt, ne? Ja. Ja, und haben Sie sich vorgestellt, mit welcher Größenordnung Sie dann beginnen möchten? Ich bin 1,73 Meter, aber was hat das damit zu tun? Nein, mit welchem Kapital möchten Sie gerne beginnen, nicht Ihre Körpergröße? Pardon, was ist das denn jetzt für eine bescheuerte Frage? Ich bin noch nicht ganz wach, das war eine längere Nacht.
Da muss ich mich entschuldigen. Was war die Frage nochmal? Also mit welchem Kapital möchten Sie gerne beginnen? Oh, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Da würde ich mich ja, sag mal, so ein bisschen auf die Profis auch mit verlassen wollen, ne? Natürlich, unsere Experten sind ja hier die Profis. Sie bekommen einmal in der Woche den Anruf von denen. Einmal die Woche? Arbeitet. Ja, einmal aber das, die Woche. Aber das geht doch so schnell auf dem Finanzmarkt. Reicht das denn aus? Ja, wenn Sie sagen, ich will zweimal die Woche angerufen werden, wenn es zeitlich bei Ihnen passt, dann rufen Sie sie zweimal an. Weil wir haben ja auch Geschäftskunden, Geschäftsmänner, die das machen, die haben nicht immer die Zeit dafür jede Woche. Die sagen, dann lassen Sie mich in Ruhe, rufen Sie mich einmal im Monat an, aber ich beobachte das ja mit meinem Computer oder mit dem Handy, dann geht das ja auch. Ach, das kann man auch machen. Natürlich, Sie können das jederzeit am Computer immer mit beobachten. Wann wurde gehandelt, auf welchem Markt, wie sieht mein Kapital aus, nutzen Sie Online-Banking? Ja, ja, natürlich, das ist ja alles, muss man nicht so viel vor die Türe gehen, ne? Genau, dann können Sie sich das wie Online-Banking vorstellen, Herr Maulwurf. Das heißt, Sie machen dann einfach Ihr Computer an, gehen auf die Plattform, wir erstellen ja einen kostenlosen Konto für Sie, wo Ihr Geld dann drauf ist, dann können Sie jederzeit immer gucken, wie viel Ihr Kapital ist, wie die Renditen sind. Einzahlung, Auszahlung können Sie auch tätigen. Sie bekommen auch einen Bonus von uns als Dankeschön für die Kundschaft. Deswegen frage ich ja, mit welcher Summe möchten Sie gerne beginnen? Also wir haben eine vierwöchige Testphase bei uns. Eine was bitte? Wir arbeiten eine Testphase. Wir arbeiten erstmal zusammen 4 Wochen lang, also einen Monat. Nach einem Monat rufe ich Sie nochmal an. Isabelle Lau ist mein Name, dürfen Sie sich auch gerne notieren. Und frage nach, Herr Maulwurf, sind Sie zufrieden mit unserer Zusammenarbeit? Passt das alles? Das kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Nein, nicht jetzt, nach 4 Wochen. Ach so, das ist gut. Wenn Sie sagen, in Ordnung, Frau Lau oder Isabel, dann geht es auch weiter. Wenn Sie sagen, Frau Lau, ich möchte nicht weitermachen, gefällt mir nicht oder aus privaten Gründen, Sie können doch nicht weitermachen, dann bekommen Sie das Geld auch wieder zurück, was Sie investiert haben. Ist man bei Ihnen da denn beim Du, weil sie das gerade so sagte mit dem Vornamen? Ja, manche Kunden möchten mich duzen, manche Kunden siezen mich, also... Ich kenne mich da ja nicht aus, ne? Da will ich nicht, dass ich da ins Fettnäpfchen laufe, ne? Das habe ich mein ganzes Leben lang immer gesagt, ne? Ich glaube, Sie sind ein paar Jährchen älter als ich, Herr Maulwurf, deswegen können Sie mich auch gerne duzen. Wenn Sie wüssten. Weil wie alt schätzen Sie mich denn? Ich denke mal, so 65 sind Sie bestimmt. Sie sind ja eine richtige Charmeurin. Oh, danke schön. Ich bin 73. Danke fürs Kompliment. Ja, hört man ihn gar nicht an, Herr Maulwurf. Nein, das ist gut. Das höre ich aber öfter. Nee. Ich habe nie geraucht und so. Ne, das macht ja einen Unterschied. Ja, das macht einen Riesenunterschied. Meine Mama, die ist 65, aber die hört sich an wie 80. Warum? Weil sie raucht. Ja, das hört sich dann an wie so ein Panzermotor. Das kenne ich von meiner Margret, ne? Das ist ganz schlimm. Ja. Aber wo die Liebe hinfällt, ne? Ich könnte auch nicht mehr ohne sie. Aber dieses Geruch, ich finde das ganz schlimm. Ja, finde ich auch. Also meine Mama raucht auch noch in der Wohnung. Oh Gott, wenn ich da mal reingehe nach der Arbeit. Das habe ich meiner zum Glück aberzogen bekommen. Hat mein Papa auch versucht, jahrelang. Geht nicht, klappt nicht, will sie nicht. Sagt, ich rauche nur Zigaretten und lasst mich in Ruhe. Dann rauche ich in der Wohnung und nicht in der Kälte im Balkon. Sagen wir ja, okay, dann hat sie auch, naja. Ist ja 65. Ja, man kann ja draußen auch krank werden, ne? Das ist ja, man muss ja immer aufpassen, aber von dem Zeug selber wird man halt auch krank. Das ist halt das Problem, aber was will ich mehr machen, als es sagen, ne? Ja. Will man ja auch nicht wie der letzte Depp vorkommen da. Ja. Sie macht das ja kein. Bitte? Sie haben nie geraucht? Oh, doch, als junger Kerl mal, ne? So nach der Schule hinterm alten Ölkraftwerk, aber ich hab mich, darf man ja gar nicht in netter Gesellschaft, aber ich hab mich so übergeben, weil ich das so ekelhaft fand. Ich hab mich da nicht einfangen lassen vom Gruppenzwang. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, das muss man ja. Man muss ja ein bisschen auf sich achten, ne? Ja, natürlich. Gesundheit kommt vor. Ja, ja, klar. Manchmal kommt das vor, weil man hat ja nur ein Leben, ne? Ja. Da muss man ja schon ein bisschen gucken, was man macht damit. Natürlich.
Wie gesagt, Sie haben eine vierwöchige Testphase, dann sehen Sie erstmal, wie wir arbeiten, wie das Ganze auch funktioniert. Das ist gut. Und nach 4 Wochen dürfen Sie sich natürlich frei entscheiden, mache ich jetzt weiter oder höre ich auf. Aber wir wünschen uns natürlich immer eine langjährige Zusammenarbeit. Ha, solange das mit einer langjährig ist in meinem Alter immer eine Frage, ne? Da gehe ich auch ganz sarkastisch mit um, ne? Das ist immer, weil das sind so diese Standardsprüche, ne? Die, egal ob man jetzt zur Bank geht oder zu einem Supermarkt, und wenn ich dann sage, ja, so lange lebe ich doch gar nicht mehr, wie die Leute dann immer gucken, die dann denken, die hätten einen jetzt gerade schwerst beleidigt, dabei habe ich einfach nur ein bisschen Spaß, ne? Natürlich, Spaß muss auch sein, das muss sein. Ja, natürlich. Man hat ja sonst nicht mehr viel heute. Ganz genau. Das muss ja auch alles irgendwie lustig sein. Geht das? Nochmal, Sie waren gerade nicht zu verstehen. Ja, könnte ich Sie vielleicht darum bitten, dass Sie mal den Computer anschalten, dass Ach wir so. Die Webseite mal anschauen? Ja, das können wir bestimmt machen. Ich gehe da mal eben hin und mache das mal an, das Teil. Ganz mal ruhig, gucken, was keine Eile, ich habe ja Zeit. Ja, ich auch, ich bin in Rente. Ja, super. Und wie lange müssen Sie arbeiten? Heute bis 16 Uhr. Ja, das ist ja, sagen wir mal, aber noch erträglich, oder? Ja, das ist normal. Das geht noch. Normalerweise werde ich ja dann zu Hause samstags vielleicht ein bisschen putzen, kochen, aber nach der Arbeit kann ich das ja alles auch noch machen. Ist ja oh, kochen will ich heute auch noch. Winter. Ja, was gibt's denn heute Leckeres? Ich mach dasselbe. Ah, das ist jetzt natürlich, jetzt müssten wir ja aufschreiben, damit wir nicht hinterher sagen können, ha, ich hab's gewusst. Nein, ich mach heute ganz klassisch Kohlrouladen. Oh, lecker. Das ist so ein bisschen, bei uns ist das so ein bisschen verkehrte Welt. Meine Frau ist mehr so die, sagen wir mal, die handwerklichen Sachen und den Garten. Und ich bin mehr so der Gourmet und der Coiffeur mit dem Wein und so. Ne? Das ist eher so mein Ding. Ah, oh, super. Naja, man muss ja auch irgendwas haben. Ne? Bitte? Natürlich. Aus welcher Stadt kommen Sie denn? Ich wohne in Baden-Baden. Hier gibt es ja, sag ich mal, auch schöne Weinanbau. Oh, kennen Sie das? Schön. Also ich war da noch nie, aber habe es natürlich öfters gehört. Ich habe ganz viele Kunden von dort. Ja, na gut, das ist ja hier auch die Glücksspielstadt. Ne? Wir haben ja das Casino hier. Ja, stimmt, habe ich mal gehört. Ja, na gut, das ist ja auch bekannt ein bisschen auf der Welt. Ne? Natürlich ist es. Es ist ja nicht gerade klein geraten. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber dann kann es nicht wichtig gewesen sein. So, gehen Sie langsam an den Computer, dann ja, der ist schon an. E-Mail-Adresse ist die aktuell, hansmaulwurf1946@gmail.com. Ja, ja, die ist aktuell. Okay, dann schicke ich auch schon mal eine Infomail raus an die E-Mail. Was wollen Sie machen? Eine E-Mail rausschicken, eine Infomail von uns. Ein Mitarbeiter? Nein, ich werde jetzt an Sie eine Infomail rausschicken. Ach so. Eine E-Mail. Ja, das können wir gerne machen. Wann denn? Mhm. Ich mache das jetzt. Ich schicke das jetzt raus. Sie haben ja den Computer an, dann können Sie auf die E-Mail. War das jetzt eine Frage oder eine Aussage? Nein, ich habe gesagt, die E-Mail kommt gleich bei Ihnen an, dann können Sie Ihre Webadresse öffnen, die E-Mail. Account. Die Webadresse dann öffnen? Meine E-Mail. Hm, die E-Mail von Ihnen können Sie öffnen, Gmail. Ja, ja, das, ich weiß, wie das funktioniert. Keine Sorge, das krieg ich hin, ne? Bin da ja wortwörtlich mit aufgewachsen, ne? Ich war ja schon auf der Welt, als es da das erste Gerät gab, ne, wo man sowas mitmachen konnte. Oh, aber gerade ging ein anderer Herr dran, wer war das denn? Das ist mein Haushälter. Ah, okay. Ja, das kann das ja nicht mehr. So kochen geht noch. Aber sag mal, wenn es jetzt groß um auf Duschen, ne? Wir haben ja, weil meine Frau, die sitzt im Rollstuhl, ne? Schon länger. Mhm. Wir haben da so eine Dusche, wo man halt auch reinfahren kann und da die hohen Plexiglaswände und all sowas. Das funktioniert nicht mehr. Da muss ich ganz ehrlich zu mir selber sein. Das kann ich nicht mehr. Okay. Muss man auch irgendwann, das muss man sich eingestehen können. Natürlich. Dass man einfach sagt, nee, du, jetzt ist vorbei. Also zumindest mit sowas, ne? Will ja noch nicht aufgeben, ne? Nee, nicht aufgeben. Das klang gerade so ein bisschen sehr melodramatisch, wie damals, als Napoleon sich aus Russland zurückgezogen hat, falls Sie sich da mal mit beschäftigt haben.
Nee, leider nicht. Sind Sie nicht so interessiert an Weltgeschichte? Ach, ich sag mal, nicht so viel Zeit. Ich Ja. arbeite abends bis 9 Uhr, 10 Uhr und dann gehe ich nach Hause, dann muss ich So noch kochen. lange? Oh, ja, Das ist aber ja, nicht bis später. besonders menschenfreundlich, die Arbeitszeiten. Ja, aber ich fange ja spät an, 12 Uhr, 1 Uhr. Ach so. Na, aber trotzdem, das ist ja also, Deswegen naja, geht das dann. wenn Sie mit dem Rhythmus zurechtkommen, dann ist das ja, ich will mich da ja nicht einmischen, ne? Ja, ich muss ja zurechtkommen, anders habe ich ja keine Chance. Ich muss ja arbeiten, Haben Sie an meine das, ist Brötchen das, denken. sag ich mal, Ihr, sag mal, der Beruf, was Sie mal gelernt haben? Genau. Ja, ist Ich das war so ja richtig? Bankkauffrau 4 Jahre bei der Ah, Sparkasse. Dann ja. habe ich rüber gewechselt als Account Manager an der Börse, weil ich habe gemerkt, bei der Bank, ganz ehrlich, Herr Maulwurf, ich musste einfach älteren Leuten irgendeinen Bausparvertrag, ich sag mal, auf Deutsch andrehen, ne? Und Ja. das hatten die davon gar nichts. Ich war dann Mitarbeiterin des Monats, habe meine Provision bekommen, habe meinen Verkauf getätigt, dann war ich glücklich. Aber der Kunde war davon natürlich nicht glücklich, hat nichts bekommen. Ich konnte das auch nicht mehr mitmachen mit meinem Gewissen, habe gesagt, nee, wisst ihr was, also ich höre jetzt auf, ich gehe an die Börse und da hier ist es viel einfacher. Warum? Weil hier spreche ich mit Ihnen offen und ehrlich über alles, was für Renditen Sie haben, was Sie monatlich von uns als Rendite bekommen, weil Sie bekommen gute Renditen, ich werde gut bezahlt, dann freuen sich beide Seiten. Das ist Ach, so nämlich läuft wichtig. das, verstehe. Ist das denn, sag ich mal, Ja. so ein Quid pro quo-Prinzip? Wie funktioniert das? Zahle ich Ihnen dann Provision oder wie geht das? Genau, sagen mal, Sie möchten von Ihrem Gewinn was auszahlen lassen. Dann Aha. bekomme ich meine 5% von Ihnen, Dienstleistungsgebühr. Weil Ah, Sie zahlen hier keine verstehe. Depotkosten, keine Kontoausführungsgebühren, keine Depotkosten, das ist alles kostenfrei für Sie. Sie zahlen hier nichts monatlich ein. Die Investition ist ja erstmal einmalig. Wenn Sie dann später sehen, wie einwandfrei das funktioniert, können Sie natürlich als Nachschub nochmal nachinvestieren. Ist kein Muss, aber das kann man halt. Das Und geht immer, wenn der immer. Kunde ein Das geht immer. Immer wenn der Kunde eine Auszahlung tätigen lässt, werde ich mit 5% Dienstleistungsgebühr belohnt. Das hört Und sich ich gut denke mal, an. 5% fair. Na ja, klar, natürlich, sag mal, man ist ja nichts umsonst auf der Welt, ne? Das ist nur bei solchen Genau. Sachen immer das, worauf ich gucke, ne? Das Geschäftsmodell dahinter, das muss funktionieren, dann kann es ja vielleicht ja auch für mich Genau. funktionieren. Jetzt weiß ich schon wieder gar Genau. nicht, was ich Die E-Mail. sagen wollte. Die E-Mail ist jetzt raus, Herr Maulwurf. Schauen Sie mal nach bei Ihrem E-Mail, ob die E-Mail angekommen ist von uns. Oh ja, da kann ich gerne mal reinluschern. Einen Moment bitte. Gerne. 1946, ne, haben Sie? Genau. Ja, ich hatte auch mal, da habe ich die Brille nicht aufgehabt, da habe ich 45 eingetragen. Oh, okay. DHL Express, your item is waiting Nein, for das muss delivery. von Support kommen. Support at vipsmarket.net. Da ist er. Ist gefunden. Genau. Da ist ein Link, was Sie draufklicken können, dann öffnet sich unsere Webseite. Ja. Sobald er mich machen lässt. Genau. Das ist wieder ein bisschen langsam So, heute. Sie bekommen auch einen Willkommensbonus von mir als Dankeschön. Mit welcher Größenordnung, also mit welcher Summe möchten Sie gerne beginnen? Na, ich habe irgendwas so zwischen 5 und 10 gedacht, aber ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Es kommt ja halt auch darauf an, was da alles da. Oh, jetzt habe ich die Tastatur umgeworfen, was da alles noch so kommt. Das können Sie ja noch mit dem Anlageberater besprechen. Der wird Ihnen gute Tipps geben und das Geld auch natürlich streuen. Wenn Sie sagen, ich habe Interesse mit Aktien, ich habe Interesse mit Fonds oder mit Rohstoffen, das Geld wird dann auch gestreut. Das heißt, dann können Sie auch von überall profitieren, Was heißt wenn denn Sie das gestreut streuen. in dem Fall? Gestreut, also bei Aktien wird Ihr Geld verteilt, bei Rohstoffen wird Ihr Geld dann verteilt. Gestreut. Wir streuen das Geld. Ach so, das ist jetzt, sagen wir mal, Le nicht das Scharfschützengewehr, sondern die Schrotflinte. Wir setzen das nicht auf eine Karte, das Geld, Oh, ich wollte sondern mir gerade wir Ihre verteilen das. Internetseite angucken, da ist gar nichts hinterlegt. Wie meinen Sie das? Ne, die ist leer, die Seite. Die kann nicht leer sein. Ist das eine blaue, schwarz-blaue Seite? Nee, da ist einfach nur ein weißer Hintergrund. 2023 Copyright, all rights reserved.
The sponsored listings are displayed above and severed automatically by a third party. Ist Ihre Internetseite gehackt worden? Nee, die habe ich gerade offen. Vipsmarket.net. Vipsmarket.com. Aber die Adresse, von der Sie schreiben, war .net. Ich schaue mal eben, kleinen Augenblick, bitte. Deswegen habe ich gedacht, da kann man ja mal reinschauen. Und wenn ich vipsmarket.com eingebe, dann werde ich auf private Business-E-Mail weitergeleitet. Das ist alles sehr seltsam. Da steht VIP in, so in Ihrer E-Mail, steht Vipsmarket Ltd. Sitzen Sie in Großbritannien? Genau, ich bin in London. Unser Hauptsitz ist in London. Aha. Und wir betreuen Kunden aus Deutschland, London, Österreich und Schweiz. So, bei der, in der Mitte von der E-Mail ist ein Link. Da müssen Sie einmal draufklicken, das ist mit .com. So, weil die E-Mail, die wird ja geschickt von der .net-Seite. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Genau, die E-Mail kommt von .net, aber unsere Website ist vipsmarket.com. Das ist ja interessant. Spricht der Mann da hinten mit mir? Nein, das ist mein Kollege, der sitzt neben mir. Der ist gerade in der Schulung, der lernt das jetzt von mir. Ach so. Der hat jetzt auch seine Gespräche. Ach, der spricht auch noch simultan? Mhm. Aber ich halte sie da jetzt nicht irgendwie ab von, ne? Nein, nein, nein. Der ist ja lernt gut, das ne? jetzt von mir. Bitte? Der lernt das von mir. Jetzt in der Schulungsphase. Ach so, dass der, ach, Sie haben einen Ausbilderschein. Das ist ja auch immer gut. Ne? Man muss ja gucken, dass das weitergeht mit den jungen Leuten. Ganz genau. Die müssen ja auch mal was machen können. Ja, natürlich. So, haben Sie jetzt auf den Link drauf geklickt? Ich habe da drauf gedrückt, ja. Hat sich die Webseite geöffnet? Die hat sich geöffnet, ja. Super, in der Mitte steht Start Trading, richtig? Jetzt habe ich gerade wieder aufs Wetter umgeschaltet. Einen Moment, muss gerade nochmal zurückgucken. Oh. Ja, ja, ich wollte nachher noch zum Ententeich und da wollte ich nochmal schauen, ob sich das, sagen wir mal, auch rentiert. Ah, okay. Klicken Sie mal auf Start Trading. Dann kommt eine Seite, wo steht Last Name, First Name, E-Mail, Phone. Ja, ja. Na gut, wenn Sie in Großbritannien sitzen, dann brauche ich Sie ja nicht fragen, ob Sie auch des Englischen mächtig sind. Bin ich nicht wirklich gesagt. Wie? Das funktioniert? Seit einem Jahr hier, ja. Wir sind ja eine Abteilung nur für Deutsche, Österreich und Schweiz zuständig. Aha. Deswegen, da brauche ich ja kein Englisch. Ich bin ja nur für die deutschen Kunden sozusagen zuständig. Verstehe, so funktioniert das. Aber Sie sind da selber untergebracht, sagen Sie, ja? Genau, meine Freundin war erst hier vor 3-4 Jahren, hat sie mir das auch angeboten mit dem Job, dann bin ich auch gekommen. Das ist ja praktisch. Vorher war ich ja mal in Deutschland tätig, in Düsseldorf. Düsseldorf, da bin ich auch mal gewesen, dienstlich früher. Das ist eine schöne Ecke. Ah, okay. Und was soll ich da jetzt machen auf dem Dings da? Steht da jetzt First Name, Last Name? Ja, ja. Genau, einmal ausfüllen, Vorname. Ich dachte, ich bin schon registriert bei Ihnen. Denkst du die ganze Zeit, warum kommt mir das nicht bekannt vor? Noch nicht. Wir werden das jetzt machen. Wir haben ja gesagt, wir machen das im Neujahr. Ja, aber wenn ich noch gar nicht bei Ihnen angemeldet bin, wie kam ich denn dann auf Sie überhaupt? Das ist gar keinen Sinn gerade. Wir haben ja im Dezember telefoniert. Ja, hatte ich bei Ihnen angerufen? Ich weiß das gar nicht mehr. Genau, genau. Ach, ich hatte Sie angerufen. Genau, und dann hatten wir ausgemacht, dass wir das lieber im Neujahr machen. Na, sei es drum, ich kann mir nicht mehr Sachen so gut merken. Ist doch kein Problem, deswegen bin ich doch da. Ach, dass ich alles vergessen darf, dafür habe ich Sie, das ist gut. Das ist kein Problem. Haben Sie zwei Vornamen auf dem Ausweis, Herr Maulwurf? Ja, ne? Ja, ja, die habe ich. Hans Herbert einmal eintragen und bei Last Name Maulwurf, Ihre E-Mail-Adresse müssen Sie eintragen. Bei der Telefonnummer die letzten Zahlen bitte mit 49 eintragen anstatt 82. Das habe ich jetzt, ja, ja. Bei der Telefonnummer bitte aufpassen, anstatt die 82 die 49 eintragen. Das ist dann eine Kombination mit dem Promocode.
bei Promocode 49 eintragen. 4949? Sie bekommen von mir 30% Bonus. Was heißt das? Als Dankeschön bekommen Sie noch von uns 30% auf das Geld drauf, was Sie investieren. Ach, also ich da gibt's was obendrauf, oder wie? Natürlich als Dankeschön. Sie wissen ja auch, bei den Banken, wenn man eine Bank wechselt, bekommt man ja auch so einen Neukundenrabatt oder so einen Neukundenbonus. Habe ich jetzt, da ich das noch nie gemacht habe, kann ich da tatsächlich gar nicht mitreden. Aha, okay. Mit welcher Bank arbeiten wir denn zusammen? Ich bin bei der Postbank. Postbank, okay. Haben Sie auch eine Kreditkarte? Nee, sowas habe ich nicht. Habe ich nie gebraucht. Okay. Und Sie? Ja, ich habe eine Kreditkarte. Ich wollte jetzt einfach mal doof zurückfragen. Ja, ich mache manchmal Einkäufe damit. Aber online Das ist ja auch sinnvoll, wenn man so eine Karte hat, dass man die da noch einsetzt, ne? Sonst wäre das ja alles irgendwie mysteriös. Ja, Deutschland, denn damit mir auch Tickets kaufen kann ich direkt mit der Kreditkarte dann bezahlen. Das geht? Na gut, ich kenne mich da nicht aus mit. Ja, das geht. Das ist praktisch. Aber egal, Sie haben ja Online-Banking, das reicht ja auch. Ja, damit komme ich sehr gut zurecht, ne? Das macht halt vieles einfacher heute, ne? Dass man einfach diese Karte da einfach immer auf das Gerät drauflegen, immer der Bip, Bip, Bip und dann ist die Kohle weg. Genau. Ich war früher, was ich da alles an Geldsäcken hätte in die Stadt schleppen müssen. Da bin ich ja ganz froh, ja, dass ich das alles. Was haben Sie denn beruflich gemacht? Ich bin Uhrmachermeister im Ruhestand. Oh, Uhrmachermeister, wow. Ja. Auch nicht oft. Hört man ja auch nicht mehr so oft. Nee, das ist auch ein aussterbender Beruf, nicht? Leider. Das muss ich echt sagen. Online-Konto? Nochmal bitte? Haben Sie einen Tageslimit auf Ihrem Online-Banking? Sie kommen leider gerade sehr abgehackt bei mir an, junge Frau. Haben Sie einen Tageslimit bei Ihrem Online-Handel, Online-Banking? Was heißt denn das? Man kann ja nur bestimmte Beträge überweisen täglich. Haben Sie da ein Limit? Wenn es eins gibt, habe ich es noch nicht ausgetestet. Also ich bin jetzt ja, sage ich mal, nicht so, nicht, dass ich da der Multimillionär wäre, ne? Mhm. Das Problem in Anführungszeichen habe ich bisher noch nicht gehabt, ne? Ach, okay. Das klingt so enttäuscht. Millionär bin ich nicht, also kann ich nichts Falsches versprechen. Ach, Millionär sind wir doch alle nicht. Na, weiß ich nicht, Sie sprechen da ja so wohlwollend von, nicht, dass Sie da das nur noch aus Spaß an der Freude machen, ne, um Menschen Gefallen zu tun. Ja, aber ich würde ja gerne. Deswegen arbeite ich ja Tag und Nacht. Tag und Nacht, das ist aber nicht gesund, ne? Ja, ich weiß, aber ich bin ja noch jung, deswegen. Ach so, einmal ein bisschen verheizen, das wird schon wieder. Genau. Haben Sie das jetzt abgeschickt, Herr Maulwurf? Haben Sie das alles ausgefüllt und weggeschickt? Da steht ja Sign Up. Nee, Open Account steht da. Open Account, genau. Haben Sie da draufgeklickt? Ich habe da draufgeklickt. Okay, jetzt sind Sie auf der Innenseite von der Plattform, richtig? Ich gehe davon aus. Das ist so lustig, so lustig wie beim Arzt, wenn das Herz nicht mitmacht. Hoch, runter, hoch, runter. Haben Sie Ihren Ausweis auf dem Computer drin? Mein Ausweis? Nee, der ist im Portemonnaie. Haben Sie kein Foto von dem Ausweis am Rechner? Nee, wozu sollte ich sowas denn brauchen? Ja, wenn Sie mal was abschicken müssen oder so. Naja, also wenn ich mir, sagen wir mal, eine neue Jagdwaffe, die hole ich ja im Geschäft, ne? Die kennen mich auch so und da muss ich mich nicht mehr ausweisen. Okay. Haben Sie ein Handy, womit Sie Fotos schießen können? Ich bin aus dem letzten Jahrhundert, junge Frau, sowas habe ich nicht. Letztes Jahrtausend. Okay, können Sie denn Ihren Ausweis einscannen am Computer? Haben Sie einen Drucker oder einen Scanner da? Ich habe so ein Gerät, was beides kann. Also so ein Scan-Druck, Kopier. Ich glaube, faxen kann er nicht, aber das hat ja auch heute keiner mehr. Nee, Fax benutzt ja keiner mehr. Dann können Sie später Ihren Ausweis einmal einscannen, einen Computer, und das bitte einfach an meine E-Mail-Adresse zuschicken, ja? Damit wir Ihren Konto auch verifizieren können. Wozu brauchen Sie das? Damit wir Ihren Konto verifizieren können. Wir haben jetzt Sie registriert, ein Konto für Sie eröffnet. Ja.
damit wir das verifizieren. Wenn Sie haben, geht auch der Führerschein, ja? Führerschein oder Ausweis. Oh, mein Führerschein ist so alt. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch gültig ist, um ehrlich zu sein. Ah, okay, dann machen wir das mit dem Ausweis später. Ist vielleicht ein bisschen sicherer. Nicht, dass es da irgendwo genau. Probleme gibt. Wissen Sie, mein Großvater, ne? Da war ich mal der hat mich mal abgeholt oder hingebracht. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall kam dann, sagen wir mal, die Polizeikontrolle dazwischen, ne? Und er war so schlau und hat sich mit seinem alten Wehrmachtsführerschein ausgewiesen. Dann saß ich als junger Bengel mit dem Opa zusammen bei der Polizeiwache und meine Mutter musste mich abholen und halt dann auch bestätigen, dass er das wirklich ist, ne? Aber das war ein Theater, ne? Da haben die dann noch geprüft, ob gegen den wegen damals irgendwie noch, sag ich mal, was vorliegt, ne? So Kriegsverbrechen oder so. Und dann durften die mich aber mitnehmen. Und seinen Ausweis hat er auch wieder gekriegt, weil es ist tatsächlich ein legitimes Dokument. Und er hat ja nicht damit rumgewedelt, sondern hat es auf Verlangen rausgeholt. Das war ganz interessant, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das darf, ja. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja, aber man lernt nicht aus, ne, im Leben. Das ist alles ganz, ganz mysteriös. Das stimmt. So, ich muss jetzt kurz zur Buchhaltung. Ich werde Ihnen jetzt eine Bankverbindung zuschicken. Das Gute ist, Herr Maulwurf, sagen wir mal, Sie investieren ja und dann wird das Geld auch zusätzlich von A und A unterstützt an die Erdbebenopfer als Spende geschickt. Jetzt war es gerade wieder ganz abgehackt. Ich habe nur noch irgendwas mit Überweisung verstanden. Dann waren Sie weg, tut mir leid. Nachdem Sie investiert haben, wir werden ja von ARD unterstützt, von der Fernsehsendung ARD. Sie werden von ARD unterstützt? Genau, das ist ja jetzt Erdbeben in der Türkei und in Syrien, haben Sie ja mitbekommen? Ja, das waren ja die Russen. Nein, Erdbeben, nicht die Russen. Ich habe die Tage so einen Artikel gelesen, die haben so eine Gewittermaschine in den Wolken. Die sollen das gewesen sein. Oh Gott, ganz schlimm. Und wir werden jetzt auch Ihr Geld zum Beispiel, wenn Sie investieren, als Dankeschön unter Ihren Namen nochmal an Türkei und Syrien das Geld als Spende schicken. Mein Geld? Ich wollte ja investieren. Ja, Sie investieren ja. Und wir tun nochmal dieselbe Summe da drauf. Unter Ihren Namen schicken wir das als Spende. Haben Sie so viel Geld? Ja, wir müssen ja auch was Gutes für die Menschen machen. Ach so, ja, das ist gut, ne? Oder? Ich komme nicht mehr mit. Genau. Welche Summe möchten Sie jetzt beginnen? Haben Sie sich das schon überlegt? Ja, fangen wir mal einfach mit 5 an und dann gucken wir uns mal an, wie das läuft. Okay. Super. Dann können Sie schon mal Ihr Online-Banking öffnen. Ich komme in 2 Minuten wieder zurück, ja? Ich mache das. Ich muss erst die Karte holen, ne? Wenn ich gleich noch nicht wieder da bin, dann bin ich noch am Gucken. Okay, dann gehen Sie in Ruhe die Karte holen, ich gehe dann zur Buchhaltung. Ja? Bis gleich. Bitte nicht auf, einfach zur Seite legen. Bis gleich. Ja. Ich bin wieder zurück, Herr Maulwurf. Hallo? Ich bin wieder zurück, Herr Maulwurf. Ah ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, Sie haben nicht so lange warten müssen. Nein, ich bin jetzt auch gekommen. Ach, super, das passt ja wunderbar. Super. Herr Maulwurf, haben Sie Anydesk auf dem Computer drauf? Habe ich was, bitte? Anydesk, ob Sie ein Fernsteuerungsprogramm drauf haben. Ja, das habe ich, das spiele ich als mit meinem Enkel wie heißt denn das mit den Hühnern da, wenn Sie das kennen. Nein, Anydesk, ist kein Spiel, Anydesk, haben Sie das? Ja, das hat mir mein Enkelsohn einmal, der wohnt ja am anderen Ende, der wohnt ja in Norddeutschland oben. Und da hat er mir das, ich hoffe, ich spreche jetzt vom selben, das ist diese Fernwartungs-Dings da, ne? Ist das so rot, Anydesk? Ach, da fragen Sie mich was. Gucken Sie mal, ob Sie das haben auf dem Computer, Anydesk. Also ich weiß, I'm very well aware how to spell stuff in English, thank you. Ne, wenn leider nicht. Ja, ne, also Englisch buchstabieren kann ich, das kriege ich hin, ne? Ah, okay.
muss gerade noch mal eben, weil da ich weiß noch, dass ich da in die also mit Administratorenrechten rein muss. Da muss ich noch mal kurz wechseln. Mhm. Weil der hat mir das alles so eingerichtet, dass ich halt im Normalnutzermodus, weil ich bin ja ein bisschen blöde mit den Sachen, dass ich da nicht aus Versehen was kaputt machen kann, ne? Ah, okay, super. Weil manchmal ist der Maulwurf nicht nur der Nachname, sondern auch der Geisteszustand, ne? Und entsprechend hat er mich halt ausgerüstet, mein Junior. Ah, ja, super. Dass ich mir da nicht aus Versehen hier irgendwie was zerstöre. Nochmal, was war die Frage? Gucken Sie mal nach, ob Sie Anydesk haben. Wenn nicht, dann können wir das runterladen. Ja, nee, ich krieg das hin. Einen Moment. Okay. Alles nicht so einfach. Aber, wo war's denn? Verbindung mit Beamer, das ist es nicht, ne? Nein. Das ist ein... Da ist es. Muss das sein? Ich hab's. Super. So. Sind Sie soweit? Da geht's jetzt um diese rote Nummer, ne? Genau, das müssen Sie mir einmal nennen, damit ich mich bei Ihnen verbinden kann, damit ich noch helfen kann. Da oben. 984. Ja. 646. 646? Ja, 966. So, das müssen Sie jetzt einmal annehmen. Ja, ich warte. So, nochmal bitte, die Nummer war falsch. 984? Ja, 646-966. So. Jetzt bitte annehmen. Wo denn? Was denn? Da kam nichts. In der Mitte muss jetzt ein Balken kommen, wo man annehmen klickt. Nein, da ist nichts aufgetaucht. Einen Moment, ich schaue mal sofort. 984-646-966, richtig? Exakt. Brauchen Sie mein Zugangspasswort denn vorher oder brauchen Sie das erst, wenn es drauf geht? Hallo? Ja, ich schaue mal eben, kleinen Augenblick. Weil ich habe ja auch zur Sicherheit noch ein Passwort, ne? Einen Moment. Ja, der Enkel, der hat das ja eingerichtet, deswegen kann ich mich da nicht verbinden. Der hat das blockiert, dass sich andere verbinden. Nee, er verbindet sich da ja auch immer. Sie brauchen ja noch mein Passwort dann wahrscheinlich. Nein. Ist das TeamViva? Nee, ich habe hier keine Biber. Das ist Anydesk. Anydesk, nee, das geht nicht. Der hat das blockiert. Ich kann mich da nicht verbinden. Nur er kann sich da verbinden. Nee, das geht nicht. Ich habe ja auch schon mit meinem Haushälter, der ist da ja auch schon mal gewesen. Aber dann machen wir da doch einfach mal... Weil der Enkel das zugelassen hat. Dann machen wir da doch einfach mal... Können Sie einmal TeamViva runterladen? Was für ein Biber? TeamViva, das ist dasselbe Programm, nur das heißt TeamViva. Können Sie das bitte runterladen? Können Sie das mal buchstabieren? Das habe ich noch nie gehört. Biber? Theodor Emil Anton Martha, ja? Team. Ja. Und dann Viktor Ida Emil. Ja. Wilfried Emil Richard, TeamViva. Das Wort, das Sie suchen, heißt Viewer. Das kommt vom Englischen to view, wie anschauen wahrscheinlich. Genau. Ich dachte schon, Sie sagen Team Biber. Dann hätte ich gesagt, ich mag keine Biber, weil wir sind hier eine Otter-Gegend, ne? Okay. So, ich guck da mal eben. Ist der Computer denn schon wieder kaputt, dass da was gemacht werden muss? Nein, ich werde Ihnen helfen. Wir werden die Überweisung dann zusammen tätigen bei der MoonPay. Bei der was? Bei MoonPay. Ist das Japanisch? Martha Otto Otto Nordpol Moon. Sie kennen doch Englisch. MoonPay. Ach so, Moon. Mond. So wie der Mond. Na, es gibt ja in Japan auch die Moon-Sekte. Von daher war jetzt meine Mutmaßung nicht gänzlich falsch, falls Sie das kennen. Ah, okay.
Das sind ja diese Verrückten, das sind ja quasi die Scientologen des Ostens. Ohne jetzt den Osten beleidigen zu wollen. Ja. Die Scientology-Leute, die haben ja wirklich einen an der Murmel. Genau. So, ich lade das jetzt mal eben runter. Ich muss mal früher ein Referat über dich halten. Genau. Ja? Ich warte. Bitte? Ich warte, kein Problem. Worauf denn? Ich warte, ist kein Problem. Ach so. Ja, ja. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind. Ich warte so lange. Na, Sie sagen dann Bescheid. Sie müssen mir Bescheid geben, wenn Sie soweit sind. Ich habe das ja hier drauf. Ach so, ja, ich bin fertig. Sie müssen mir Bescheid geben, wenn Sie das runtergeladen haben. Ja. Haben Sie runtergeladen? Auf jeden Fall. Super. Da müssten jetzt auch Zahlen und Buchstaben sein, wenn Sie das öffnen. Ja. Also Sie brauchen dann wahrscheinlich erstmal die ID. Das ist 1, Leerzeichen 050. Ja. Leerzeichen 258. Ja. Leerzeichen 301. So, und jetzt einmal das Passwort. Ja, das ist 5, kleines Friedrich. Ja. 13, Emil Zeppelin, beides klein. Ja, das war's? Das war's. Okay. Jetzt ist mein Hintergrundbild weggegangen. War das hier? Es kann, also ich sag Ihnen gleich, wie es weitergeht. Irgendwie ist gerade mein Bild gegangen. Huch. Das verwirrt mich jetzt alles ein bisschen. Ich sehe das jetzt. Wir gehen hier jetzt mal auf Google Chrome, ja? Ich öffne jetzt mal Google Chrome bei Ihnen. Irgendwie funktioniert hier jetzt gar nichts mehr. Ich finde das gerade alles nicht mehr. Was ist das denn hier? Öffnen Sie mal Google Chrome. Ja. Nee, das war's nicht. Der da. Lassen Sie mich das mal übernehmen, Herr Maulwurf. Ich gehe jetzt mal auf Google Chrome. Ja. Lassen Sie die Maus los, ich mache das eben. Sehen Sie das? Ich sehe das alles, ja. Ja, so, ich gebe da jetzt MoonPay ein. Das ist nett, dass Sie die Lupe offen lassen. Das macht das einfacher für mich. Ja, so. Lassen Sie mal bitte die Maus los. Bitte? Lassen Sie mal die Maus los. So. Hab ich doch. Mach doch gar nichts. Mhm, okay. Wie viele Leute sitzen denn da bei Ihnen? Das ist ja ein riesen Zirkus im Hintergrund. Nee, wir sind nicht so viele. 4 Leute. 4 Leute? Klicken Sie mal oben. Genau, klicken Sie mal oben auf Buy Crypto, auf diesen lilanen Balken mit dem Maus. Auf den lilanen, hier oben? Genau, genau, auf dem lilanen. Sie haben das ausgemacht. Ich habe oben gezeigt, ob das richtig ist und Sie haben ja gesagt. Ich mach nochmal. In der Mitte steht Buy Crypto. Einmal da draufklicken. In der Mitte. Ja, jetzt. Oh, das ist vielleicht so ein bisschen einfacher, ne? So, die Summe werde ich jetzt eintragen. Ja. Ist richtig, ne? Wählen Sie eine Währung. Können wir auch Dogecoin nehmen?
Ein Moment. Weil die finde ich sehr sympathisch. Durch Bitcoin ist es günstiger. Später können wir dann Dogecoin für sie einkaufen. Ach so. Hier einmal bitte Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Ja. Oh, da haben Sie Punkte zu viel gemacht. Ja, das merke ich gerade. Es ist so ein bisschen Punktsalat. Ja. Nein, jetzt aber. Irgendwas war da nicht richtig. Warten Sie ganz kurz, das war ein... Nicht... Maulwurf, stopp. Was denn? Ich mache das eben, einen Moment. So, jetzt. Ich bekomme jetzt eine E-Mail, das ist ein Verifizierungscode. Gehen Sie mal auf Ihre E-Mail wieder rein. Mache ich gleich. In Ihre E-Mail wieder reingehen. Das muss jetzt sofort... Ja, das kommt immer auf dem Schlepptop an. Lassen Sie mal die Maus los. So, kann ich Ihnen jetzt geben, das ist 639? 639? 309. 309. Macht er im Hintergrund das denn gut? Der hört sich sehr, sehr impulsiv an. Ne? Jetzt macht ja, er das Oliver, ordentlich. Der ist mein Lieblingsmitarbeiter hier. Der macht das sehr gut. Oh, das hört sich gut an. So, die Überweisung machen wir ganz normal mit der Bankkarte, richtig? Aha, ja. Das irritiert mich. Macht das jetzt? Ich habe ja Sie dabei. Dann können wir das ja machen. Also Zahlungs. Oh. Da war er wieder weg. Sie dürfen das nicht anfassen. Nichts Was denn? Anfassen, den Rest mach ich. Nichts anfassen mit der Maus. Ja, ich stelle es wieder zurück. Oh, lass da unten. Doge, da ist Doge. Nein. Dogecoin kaufen wir später für Sie ein. Lassen Sie mal. Wie viel kriege ich da denn für? Das machen wir alles gleich. Lassen Sie mal alles los. Ich mache das jetzt in Ruhe. Nichts anfassen, ja? Weil Sie haben jetzt das Konto geschlossen. Alter, 3.700. Das ist wieder weg. Lassen Sie mal bitte die Maus los. Ich mache das in Ruhe für Sie, ja? Ja. Kleinen Augenblick. Einfach loslassen. Wir machen das jetzt ganz. Ich krieg nur bald meine gestoften Kartoffeln, ne? Wir haben jetzt ja schon fast eine Stunde rum. Ja, weil Sie lassen mich ja nicht arbeiten. Na doch, immer. Wir machen das jetzt nochmal, weil Sie bekommen jetzt nochmal den Code zugesandt. Loslassen, ich mache das alles für Sie, ganz in Ruhe. Und dann später werde ich das eintragen für Sie, dass Sie Dogecoin haben möchten. Das wird dann auch für Sie eingekauft. Ich habe jetzt gerade nochmal eine E-Mail von Ihnen gekriegt. Da steht, vielen Dank für Ihren Auftrag und ich soll das Geld hier an so eine IBAN überweisen mit Verwendungszweck Erdbeben Türkei. Das machen wir ja jetzt. Nein, das machen wir jetzt zusammen hier bei MoonPay. Ah, jetzt habe ich verstanden, wie das alles funktioniert. So. Haben Sie auf Ihrer Bankkarte so einen Sicherheitscode hinten, Herr Maulwurf? Nee, wenn die was, also wenn ich da eine im Internet was mache, dann kriege ich so eine SMS mit so einer Nummer, die ich dann eingeben muss. Achso, wenn Sie einen Einkauf machen, bekommen Sie so eine SMS mit einer Nummer. Ja, ich muss das immer nochmal freigeben. Bei den modernen Geräten reicht das wohl irgendwie, wenn man da reinguckt, aber sowas habe ich ja gar nicht. Ja, das müssen wir jetzt einmal ausfüllen. Vorname. Ja. Herbert Maulwurf. Geburtsdatum. Oh, Sie sind Sternzeichen Löwe. Ja, gefühlt bin ich ein Otter. Aber ich bin wohl, sagen wir mal, das Geburtsrecht hat das da mit mir wohl nicht so gut gemeint. Oh.
So, Standort bitte eingeben. Baden-Baden war das, ne? Ach, da ist es ja schon. Baden-Baden, Deutschland. Ja, ja. Ihre Adresse einmal. Ja, an der Bildeiche 214D. Oh, irgendwas ist schief gegangen. Oh, müssen wir mal löschen. Das kann auch raus. Dritte Stock, okay. Postleitzahl. Und fortfahren. Ist gut, dass ich Sie dabei habe. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich helfe Ihnen. Einen Moment bitte. Die Kartennummer bitte eintragen. Lesen Sie die mal vor. Die Kartennummer? Mhm, die Postbankkarte haben Sie in der Hand, ne? Die habe ich, aber das ist eine Bankkarte. Ne? Das sieht ja aus wie das Feld von der Kreditkarte, was Sie da offen haben. Nein, nein, das ist dasselbe. Nennen Sie mir mal die Nummer. Nochmal? Die Kartennummer müssen Sie mir einmal nennen. Ja, das ist Hans-Herbert Maulwurf, Sparkasse Frankfurt am Main. Ja. Und die Kartennummer? Ne, die hat keine Nummer. Also meinen Sie die Seriennummer? Nicht Seriennummer. Auf der Karte IBAN. Ist eine Nummer drauf. IBAN? IBAN? Oder was meinen Sie? Sie verwirren mich. Das ist keine Kreditkarte. Karte, ja. Genau, wir machen das mit der normalen Überweisung. Normale Banküberweisung. Ja, ja, das machen wir. Genau. So, die IBAN-Nummer bitte einmal. Ja, das vorlesen. Ist DE727 805. 05. 5 mal die 0. 1, 2, 3, 4, 5 mal die 0. 3, also, nein, nicht. Drei mal die 2, jetzt habe ich es, Entschuldigung. 3 mal die 2? Ja. Ja. Dann kommt 8, 8. Mhm. Und die letzten 4 verrate ich Ihnen, wenn Sie mir sagen, wie Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, hier so die Leute zu verarschen. Wieso? Na wieso? Die ganze Masse ist ja bekannt, die Sie da abziehen. Nee, das ist ja zu Ihren Gunsten. Ja, zu meinen Gunsten. Ich überweise hier Geld mit dem Verwendungszweck ARD, Erdbeben, Türkei, Syrien und verdiene angeblich Geld damit. Gibt es Leute, die das wirklich glauben? Nein, das ist ja jetzt ohne ARD. Ich gebe Ihnen ja jetzt keine IBAN. Wir schicken ja jetzt nicht mehr an die IBAN mit ARD und Syrien. Ja, das ist doch voll die Verarsche. Ja, ja, direkt an Moonpay und dann ist die Kohle weg. Das ist doch alles bekannt, ne? Nein, das Geld geht ja an Moonpay und von Moonpay wird das ja an unsere Webseite übertragen, an VIP's Market. Dann sehen Sie, dass das Geld da drin steht. Ja, ja, natürlich. Das Geld und die 30% Bonus. Natürlich. Sie sind übrigens gerade live im Radio, wollte ich Ihnen nur jetzt mal nach fast einer Stunde mitteilen. Wir amüsieren uns hier alle ganz köstlich. Radio Hamburg ist hier. Möchten Sie eine Erklärung abgeben zu der Masse? Ist ja schlimm, was da in der Türkei passiert, aber deswegen alten Leuten das Geld wegnehmen, ist ziemlich scheiße. Ja, da fällt dir nichts mehr zu ein, ne? Und der Typ am Anfang, das war nicht mein Pfleger, das war der Chefredakteur. Ich bin hier angestellt und spiele den alten Mann. Bin Mitte 40, höre mich aber an wie Ende 80, darum sitze ich hier. Und wir haben hier dieses Fernsehformat, der Maulwurf am Morgen, und da verarschen wir halt Telefonbetrüger. Und da haben wir sie jetzt richtig schön, fast eine Stunde, Mensch, da lohnen sich die GEZ-Gebühren mal wieder. Gehen sich mal schämen, suchen sich mal eine richtige Arbeit. Hallo? Hey, hier ist Dimitri. Hi. Hallo. Hi, hier ist Dimitri, wer bist du? Ich würde gerne mit dem Herrn Maulwurf sprechen. Das Gespräch wurde soeben an mich weitergeleitet. Ah ja, Herr Maulwurf, der liegt vor Lachen in der Ecke, der kann gerade nicht.
Nee, das sind Sie jetzt gerade. Sie haben jetzt gerade mal sich gedacht, Sie können einer Mitarbeiterin ein Spielchen spielen, obwohl es hier darum geht, eine Zusammenarbeit zu führen. Und Sinn und Zweck darin ist es, diese Woche die ganzen Einnahmen an die Spenden für Türkei und Syrien anhand der Zusammenarbeit mit der ARD zu führen. Ja, ist Zusammenarbeit mit der ARD. Die ARD hockt mit einer nicht lizenzierten Vips Market Limited aus Großbritannien zusammen und nimmt deutschen Rentnern das Geld weg. Glaubst du das selber? Bist du so dumm oder tust du nur so? Also sie kennen sich. Also sie tun ja wirklich mal so, als ob sie dich da gut auskennen würden. Aber du bist gerade, ich habe zu der Kollegin schon gerade gesagt, ihr seid gerade live auf YouTube mit 230.000 Zuschauern, genau. Die sich da euch gerade richtig schön auslachen. Jo. Also ich würde das mal einfach mal so machen, dass ich mal ganz gerne an die Hans Maulwurf von 1946@gmail.com einfach mal Dokumente Ihnen zukommen lasse, damit Sie sich das mal ausführlich anschauen können. Ja, ausführlich anschauen. Genau, im Nachhinein können Sie sich nochmal überlegen, ob Sie hier Ihre Arbeit auch richtig machen oder nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich habe meine Arbeit perfekt gemacht. Ich kenne solche Figuren wie euch, habe ich von früh bis spät am Telefon. Und ihr erzählt immer alle dieselben Lügen. Ah, wirklich. Wie ist denn das Wetter drüben in Antalya? Habt ihr heute schönen Sonnenschein? Wo bitte? Bei dir drüben in Antalya. Oder in Istanbul oder wo immer du sitzt, ist ja egal. So, nee. Also ich weiß ja nicht mit in welchem Erdbebengebiet sie mich hier gerade verwechseln, ne? Aber also das Erdbebengebiet habt ihr ins Spiel gebracht. Weißt du, man soll euch Geld überweisen mit Verwendungszweck ARD, Erdbeben, Türkei und Syrien. Wie widerwärtig ist das, mit dem Leid der Menschen da drüben alten Leuten das Geld wegzunehmen? Bah, ist das eklig. Ist das krank. Also nee, wenn sie klug genug sind, dann müssen sie doch auch selber sehen, dass wir ihnen Bankdaten von der Commerzbank und der direkten ARD gegeben haben. Ne? Mit Sicherheit. Also wenn wir ihnen eine Mail mit den Bankdaten zukommen lassen und damit... Da hat er jetzt aufgelegt, oder? Der Chef hat den Notausknopf gedrückt. Ist das krank, Freunde. Ich werde einen Screenshot von der E-Mail reinpacken. Was da erzählen sie dir erst, du kannst helfen und hier und da nebenbei noch. War mir aber schon klar, auf was das rausgeht. Das sind die üblichen Abzocker und dann schreibst du in den Verwendungszweck irgendwie rein Erdbebenhilfe Türkei, Syrien. Damit läuft das als Spende und du kannst hinterher dann auch nicht mehr kommen mit, ich buche das zurück. So was widerlich Krankes, dieses ehrenlose, miese Gesindel. Man kann das gar nicht in YouTube-freundliche Worte packen, wie mir gerade zum Kotzen ist. Bah, ist das eklig. Ist das widerlich. Aber auch wenn sie sehr, sehr, sehr gut Deutsch konnte, man hat an so mancher grammatikalischer Wortbaustellung, habe ich mir schon fast vermutet, dass die aus der Ecke da drüben anrufen. Es kommt halt doch durch, da kannst du dich nicht verstellen. Wenn du da so in der Ekstase bist, oh, 5.000 Euro kommen rüber, war aber nichts. Scheißpack-Elendes.